So, ein wunderschönes herzlich willkommen zurück. Wir haben jetzt in der letzten Folge gelernt, wie man Charaktere erstellt, die dann entsprechend Text zugewiesen werden. Was ich in diesem Zusammenhang noch wichtigerweise erwähnen möchte, ist, man kann, wie gesagt, auch Text anzeigen, ohne Charaktere zu benutzen. Hatte ich am Anfang gezeigt gehabt, indem man einfach nur Sprechzeilen benutzt. Das kann man zum Beispiel dafür benutzen, ne, wie ich auch manchmal benutzt habe, so für Erzählerstimmen. Die also, oder also Sachen, die halt kein Charakter sagt, sondern die einfach so irgendwie für den Spieler an sich interessant sind, zu wissen. Test. Und die zweite Sache ist, das Ganze hier ist relativ simpel, erlaubt aber wenig bis gar keine Fehler. Was das heißt, ist Folgendes. Man kann hier so viele Leerzeilen reinklatschen, wie man möchte. Man kann auch gar keine Leerzeilen reinklatschen, wenn man das so optisch mag. Ich persönlich habe es gerne so, immer wenn man einen Textblock hat, ist das quasi alles ein Block. Und dann ist nach dem Textblock dann quasi eine Leerzeile. Ne? Man kann das auch so machen. Das heißt, da ist man relativ frei. Wo man aber nicht frei ist, ist bei dem hier. Immer vor der Zeile müssen 4 Leerzeichen sein, sonst mag einem das Spiel nicht. Das liegt daran, dass, also kurz gesagt, es ist halt einfach so. Wer wissen möchte warum, der hört jetzt zu. RenPy basiert auf Python, also eine Skriptsprache. Und Python arbeitet mit sogenannten Einrückungen, das heißt Ebenen. Bei der Anfangsebene beginnt man ganz links, das heißt, das hier wird am Anfang gemacht, das hier wird am Anfang gemacht. Und dann beginnt das Spiel und damit gehen wir quasi in die nächste Ebene, und zwar in das Spiel rein. Und das sagen wir dem Spiel damit, dass wir ab jetzt immer 4 Leerzeichen benutzen. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Leerzeichen weglassen würden, also so zum Beispiel, dann würde das nicht mehr zum Spiel gehören, sondern wäre quasi eine Ebene höher in der Hauptebene, da wo auch alles definiert wird. Und das wäre halt spieltechnisch gesehen falsch. Genauso kommen später auch noch Sachen, Untersachen, da müssen wir die Sachen dann noch weiter einrücken. Was das heißt, erkläre ich dann später. Wichtig ist aber, dass man halt immer auf diese Einrückung achtet. Jo. Das ist quasi das, worauf man am Anfang halt am meisten, ne, wo man die meisten Fehler macht, dass man hier halt keine 4 Leerzeichen hat. So. Wenn wir das jetzt erklärt haben, kommen wir jetzt zu dem nächsten großen Thema, und zwar Bilder. Weil wir haben ja zwar jetzt unser schönes Spiel mit den schönen Schriften, aber ein Visual Novel ohne Bilder, da fehlt ein bisschen das Visual, oder? Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, das Wichtigste am Anfang ist diese Skriptdatei, die, wo wir gerade drin sind, und der Bilderordner. Und in dem Bilderordner können wir jetzt Grafiken ablegen, die wir in dem Spiel benutzen wollen. Und zwar eigentlich so ziemlich alle möglichen Grafiken, also JPEG-Bilder, BMPs, also Bitmap-Grafiken, PNG-Dateien, GIF-Dateien auch, sollte man aber nicht benutzen. Und für die Leute, die ganz viel Langeweile haben, ja, auch TIFF oder TGA-Dateien funktionieren auch. Aber wer macht sowas heutzutage schon? Am besten einfach immer PNG oder JPG benutzen. Wobei ich persönlich immer PNG benutzen würde. Aber dazu komme ich dann, wenn es soweit ist. So, das heißt, wir nehmen jetzt eine beliebige Grafik. Ich habe da mal etwas rausgesucht. Einfach im Internet nach Visual Novel Backgrounds suchen. Da gibt es zum Beispiel eine Seite. Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die heißt. Oh mein Gott. Wie gesagt, einfach bei Google eingeben: Visual Novel Background. Da wird natürlich komplett verkackt. So. Und dann hat man hier eigentlich schon. Ach, war doch Itch.io. Itch.io. Okay, ich dachte, das war eine andere Seite. Aber wie gesagt, man sieht ja auch schon, es gibt auch
Das ist auch eine relativ gute Seite. Das hier ist, wie gesagt, eigentlich so. Itch.io ist eigentlich so für Game-Entwickler der beste Anlaufpunkt. Hier findet man eigentlich alles. Ansonsten ist, wie gesagt, das hier noch eine gute Anlaufquelle. Pinterest bitte nicht benutzen, weil die Bilder, die hier drin sind, sind meistens copyright. Die Bilder, die hier drin sind zum Beispiel, sind dafür benutzt, dafür gedacht, dass man sie selber benutzen kann. Also, es gibt auch noch eine andere Seite, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Mal gucken, was Google dir vorschlägt. Genau, hier opengameart.org. Das ist die eigentliche Seite, auf die ich wollte. Opengameart.org ist quasi halt haufenweise Grafiken, die man komplett frei benutzen kann. Das heißt, für die Leute, die ihre Programme später auch verkaufen wollen oder veröffentlichen wollen, ist das hier der Anlaufpunkt Nummer 1. Der Anlaufpunkt Nummer 2 ist dann DerivArt, die wir halt vorhin auch schon gesehen haben, ne? DerivArt.com. Da sind die meisten Bilder auch frei. Ich weiß aber nicht, ob alle Bilder hier frei sind. Deswegen hier immer aufpassen. Hier habe ich zum Beispiel, ne, man sieht auch schon, hier habe ich selber auch schon ein paar Grafiken raus. Hier sieht man schon ein paar Grafiken, die man in meinem Spiel gesehen hat. Ne? Die sind alle von hier. Und ansonsten einfach bei Itch.io nachgucken. Da findet man auch haufenweise Grafiken. Also, genau. Hier habe ich zum Beispiel meine Spielercharaktere her. Das heißt, wir holen jetzt erstmal ein paar Grafiken. Beziehungsweise, ich habe den wieder schon gedownloadet. Ich hoffe, wie man Bilder downloadet, weiß jeder. Ich kann es mal ganz kurz zeigen. Das heißt, man geht jetzt zum Beispiel auf, ja, weiß nicht, das hier. Dann nimmt man einfach, klickt man rauf. Wartet 3 Stunden. Und jetzt sagt man Rechtsklick und dann. Speichern runter geht nicht, ne? Der spielt jetzt die Webseite. Ja, okay, ich spielt die Webseite. Gut, dann ist es hier anders. Da muss man hier unten raufklicken auf Downloads. Digga, warum ist es eigentlich so riesig groß hier? Willst du mich verarschen? Danke. Hier unten Download. Hat so eine ZIP-Datei, die muss man entpacken. Ich persönlich habe es einfacher gemacht. Ich habe halt, wie gesagt, die Seite hier benutzt. Derivart.com. Was lese ich eigentlich für ein Scheiß? DeviantArt. Ist egal. Auf die Datei raufklicken. Und hier kann man die Grafik wirklich einfach direkt Bild speichern unter. Fertig. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie diese Grafiken sich verhalten, wie die Lizenz hier ist. Wer privat ein bisschen rumspielen möchte, kann das machen. Aber fragt bei den Autoren immer nach, wenn ihr Spiele später veröffentlichen wollt, ob ihr das wirklich dürft. Deswegen, ne, immer gucken, veröffentlichen ist immer so eine heikle Sache. Bei geistigem Eigentum. Ansonsten, wer halt heiß drauf ist, kann auch alle Grafiken selbst erstellen. Classic. So. Wir haben jetzt, wie gesagt, hier ein Hintergrundbild. Wir nehmen jetzt einfach irgendein random Bild. Wir nehmen einfach mal dich hier. Kopieren das in den Image-Ordner. Und nehmen jetzt vielleicht noch aus meinem Spiel, nehmen wir jetzt noch irgendeinen Charakter. Zum Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal, genau, Frau Rammstein. Klatschen die auch noch mit rein. So, jetzt haben wir quasi 2 Bilder. Wir haben einmal eine Hintergrundgrafik und einmal Charakter. Damit das Ganze mal ein bisschen abwechslungsreicher ist, nehmen wir mal noch ein paar Grafiken. So, klatschen die auch noch mit rein. Jetzt haben wir 2 Hintergrundbilder. Und 2 Grafiken. Und jetzt fängt es an, etwas trickier zu sein. Wenn man Grafiken für das Spiel erstellt, vor allen Dingen bei Hintergrundgrafiken, sollte man immer darauf achten, dass die Grafiken die gleiche Auflösung haben wie das Spiel in der Standardvariante. Das heißt, so wie man es am Anfang einstellt. Sprich also, wenn man das Bild bearbeitet, also man sollte das Bild bearbeiten mit GIMP zum Beispiel, dann sagt man, okay, gut, okay, das Bild ist jetzt bereits bearbeitet, von daher ist es hier schon richtig.
Wir hatten ja am Anfang gesagt, wir wollen 1280 mal 720 haben, ne? Das Bild hat bereits die Auflösung, das heißt, das Bild könnten wir direkt verwenden. Aber wenn man Bilder downloadet, haben sie meistens ganz andere Auflösungen. Zum Beispiel. Holy shit, was ist das für eine Auflösung? Ja, mit dem Bild können wir so nichts anfangen. Das heißt, da muss man auf Bild skalieren. Am besten hier die Kette lösen. Und jetzt muss man halt hier die Breite und die Höhe einstellen, die man bei dem Spiel am Anfang eingestellt hat. Das heißt, entweder halt 1280 mal 720 oder aber für die, die halt Full HD gehabt haben, 1920 mal 1080. Je nachdem, was man am Anfang eingestellt hat. So, da wir aber mit 720 arbeiten, nehmen wir auch diese Auflösung. Jetzt sagen wir einmal skalieren. Und jetzt Datei exportieren als. Und jetzt können wir quasi beliebigen Dateinamen nehmen. Nehmen wir einfach mal, wir lassen einfach mal Bedroom hier. Machen mal den ganzen Scheiß hier weg. Bedroom.jpg. Simpler Name. Wie gesagt, man kann JPG benutzen, man kann auch PNG benutzen. Bei den Hintergrundgrafiken ist das relativ egal, welches man von den beiden benutzt. Bei den Charakteren, komme ich gleich dazu, ist das nicht mehr so. Der Grund, warum das so ist, ist, die Hintergrundgrafik wird da einfach 1:1 dargestellt. Ne? Man hat einfach komplett ein Bild. Aber wir haben ja gesehen, ich nehme doch mal mein Spiel hier zur Hand. Starten. Was ein geiler Name. So, Charaktere werden ja vor dem Hintergrund dargestellt. Das heißt, wenn die Charaktere so aussehen hier, wie das hier, dann hätten sie ja quasi einen weißen Hintergrund. Ne? Das heißt, auch hier im Spiel, da, hätten sie jetzt einen weißen Hintergrund. Das will man natürlich nicht, sondern die Charaktere sollen ja quasi, der Hintergrund der Charaktere ist ja transparent. Und das gibt es bei JPG nicht. JPG kennt keinen Alpha-Kanal. Dementsprechend muss man für die Charaktere ein Bildformat benutzen, was halt Alpha-Kanal unterstützt. Und das ist halt zum Beispiel PNG. Man könnte auch GIF benutzen, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Wie gesagt, wir bleiben einfach bei PNG. PNG ist einfach die einfachste Wahl. So, ja, das heißt, wir haben jetzt hier, wie man die Grafiken später, also wie ich jetzt die Bilder hier genau erstellt hatte, das kommen wir in den späteren Folgen, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, wichtig ist quasi, ich wollte es eigentlich mit GIMP öffnen, danke dafür, du kannst ja weggehen, wichtig ist halt, dass man einen transparenten Hintergrund hat, so wie man hier sieht. Warum bist du denn so traurig, Kleines? Komm, ich zeichne dir ein blutiges Lachen. Was machen Sie da? Meine Damen und Herren, was genau geht hier gerade ab? Ist doch egal. Ich habe vor kurzem Horrorspiele gespielt. Egal. Genau. Also wichtig, wie gesagt, Bilder transparenter Hintergrund und dann kann man die Grafiken eigentlich auch so verwenden. Und wie das geht, das zeige ich jetzt. Du kannst weg. Dich haben wir ja hier neu erstellt mit der perfekten Auflösung. Jetzt gehen wir wieder in unser Skript rein. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Arten. Einmal gibt es die sogenannten Szenen. Also einfach ausgedrückt die Hintergrundgrafiken. Das heißt, man sagt Szene und gibt jetzt einfach den Dateinamen der Grafik ein. Das heißt in dem Fall Bedroom. Bam. Und bei der Szene hier möchten wir jetzt die andere Hintergrundgrafik haben. Da. School Rooftop. So. Und jetzt haben wir da. Projekt starten. Du kannst bei so jemand weg. Du auch.
Wenn wir jetzt das Spiel starten, haben wir eine wunderschöne Hintergrundgrafik, weil wir dem Spiel sagen, okay, als Szene möchte ich dieses Hintergrundbild haben und dann geht der Text los. Hallo, ich mag Züge. So, wenn wir jetzt draufklicken, kommt die nächste Szene. Bam. Test. Sagt keiner, weil ja wieder kein Buchstabe davor steht. Das heißt, das sagt quasi der Erzähler, wenn man halt das so möchte. Und dann kommt halt die Freundin. Und dann ist das Spiel zu Ende. Das heißt, diese Szene kann man benutzen, um zum einen alle anderen Grafiken, die man davor angezeigt hat, zu übermalen, wenn man so möchte. Und damit quasi eine komplett neue Szenerie aufzubauen. Ne? Und jetzt kommt aber das andere. Und zwar kommen die Charaktere auf das Hintergrund drauf. Das heißt, man hatte quasi hier Hintergrund und auf dem Hintergrund wird dann der Charakter gezeichnet. Und das geht ganz einfach mittels Show. Ne, auf Deutsch zeige. Zeige mir diesen Charakter. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir nehmen mal hier Rammstein erneut. Und sagen jetzt einfach, wir sagen auch hier wieder einfach den Dateinamen kopieren und einfügen. Bam. Und hier bei dem Bild, also bei dem zweiten, nehmen wir denn Emmy. Show Emmy mit ihrem Sefku. Das heißt, jetzt wie gesagt Shift R kann man auch machen, um das Spiel neu zu laden. Ansonsten wie gesagt einfach immer das Spiel schließen und über den Launcher neu starten. Das ist die klassische Variante. So, jetzt haben wir Hintergrundgrafik mit dem Charakter. Yay! Und so einfach ist das Ganze quasi. Ne? Wir haben jetzt immer hier einmal komplett neue Szene mit neuem Charakter. Und jetzt hat man auch schon gesehen, vielleicht, doch hat man vielleicht, der alte Charakter ist jetzt nicht mehr da. Ist jetzt nicht mehr zu sehen. Denn wenn wir jetzt diesen Befehl nicht genutzt hätten, wenn wir also einfach das alte Bild weiter genutzt hätten, gut, jetzt weiß ich nicht, ob man das sieht, kann sein, dass sich die beiden Charaktere 1 zu 1 perfekt überdecken. Müssen wir mal jetzt das Ganze schauen. Ja, übermalt sich. Gut, dann machen wir es mal andersrum. Dann machen wir mal Rammstein hier unten hin und Emmy kommt nach oben. So, wir starten das Spiel. Du kommst bitte weg. So. Wir starten das Spiel, zeichnen in den Hintergrund, zeichnen darauf dann das Bild, sie, dann gehen wir weiter und jetzt malen wir sie auch wieder drauf. Und da merkt man schon, aha, wir müssten das vorhandene Bild erstmal löschen. Und das geht halt am einfachsten damit, dass man komplett neue Szene zeichnet. Ne? Das heißt, man kann einfach das Ding nochmal machen, Szene Bedroom und hat damit eine komplett neue Umgebung. Machen wir hier mal Reload. Wie gesagt, Shift R, also quasi das große R. So. Dann einmal. Okay, komm. Machen wir doch anders. Daran habe ich jetzt gerade nicht gedacht. So. Projekt starten. Jetzt haben wir sie. Und in der nächsten Szene haben wir nur noch sie. Und die andere ist verschwunden. Wunderbar. Sehr schön. Dann soll es das jetzt auch mit der Folge erstmal gewesen sein. Und ich weiß nicht, wie ich die Folgen hochlade. Vielleicht wird das jetzt erstmal das gewesen sein für die Woche, wenn ich eine Folge pro Tag mache. Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werde ich mehrere Folgen pro Tag machen. Das heißt, es ist jetzt noch keine Woche vorbei. Werdet ihr sehen. Auf jeden Fall in der nächsten Folge, wann auch immer sie kommt für euch, werden wir dann anfangen mit etwas Verzweigung. Ne? Ich hatte in meinem Spiel gezeigt, dass man ab und zu die Auswahl hat. Das, was ein Visual Novel quasi ausmacht. Aber wie gesagt, das wird dann in der nächsten Folge kommen.
Genau. Würde ich mal so sagen. Das heißt, du kannst weg und ja, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Ich mache auf jeden Fall für heute erstmal Feierabend. Hehe. Bis dann.